Ja, moin, moin, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, heute kommt eine neue Folge Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Und ja, heute ist die Hälfte von unserem zweiten Turm schon wieder dran. Und zwar Duke Devlin mit seinem Gradius-Deck. Ja, keine Ahnung, was das jetzt direkt für ein Deck ist. Seine Karte, die man da sieht, ist auf jeden Fall ein Cybermonster. Ob das jetzt irgendwie mit einem Cyberdeck zu tun hat oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich mal, fangen wir jetzt erstmal an. Und als allererstes möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass gestern und vorgestern keine Videos gekommen sind. Das lag daran, meine Oma, die hat derzeit Krebs und die kriegt Chemo. Wir nehmen die Faust. Und ja, haben gewonnen, sehr schön. Und ja, sie kriegt halt Chemo, sie liegt auch schon im Krankenhaus. Und sie ist in ein Koma gefallen jetzt Ende letzter Woche sozusagen. Und da sind wir hochgefahren nach Bebra, hieß das Dorf, und wo sie da wohnt. Das ist oberhalb von Deutschland irgendwo. Wo genau, kann ich euch nicht sagen. Ich war da bis jetzt nur ein paar Mal, also maximal einmal im Jahr oder so, wenn wir mal zu Besuch waren. Und ja, da hatte ich halt keine Zeit, irgendwie was aufzunehmen oder sonst irgendwas, weil das war eher eine spontane. Achso, das war eher eine spontane Tour sozusagen, weil das halt kam, dass sie halt ins Koma gefallen war, und ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, jetzt haben wir Montag. Heute kommt, wenn mich, wartet mal, nee, noch nicht. Okay, passt. Wenn alles gut geht, kommt heute Minecraft für die Xbox One raus. Und wenn es rauskommt, werde ich mich sofort hinsetzen und werde da aufnehmen, anfangen aufzunehmen. Okay, jetzt habe ich meine eigene Karte zerstört. Okay, das war ja jetzt mal richtig Schwachsinn. OMG, okay, diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, falls sie von der Verteidigung angegriffen wird, zerstört diese Karte am Ende der. Okay, das bringt mir in dem Sinn dann auch nicht viel, aber komm, dann machen wir den hier. Spiele mir erstmal unsere Schrottchimäre. Und ja, da werde ich dann, denke ich mal, heute dann gleich anfangen aufzunehmen mit Minecraft übrigens. Das. Okay. Das Tutorial von gestern, keine Sorge, wird heute nachgereicht, also muss ich halt dann spontan aufnehmen und für euch machen. Und ja, da denke ich mal, wird das dann heute nachgeliefert. So, wir machen jetzt erstmal den, dann spielen wir den hier. Und jetzt ist mein Headset schon wieder ausgegangen. Ich habe vor uns schon mal eine halbe Stunde mit meinem neuen Headset, was ist das für ein Dreck, rumgemerkt, und das ist mir mal ausgegangen. Wartet mal, ich muss mal schnell anmachen. Wieso geht das ständig aus? Verstehe ich nicht. Ja, komm, lass erstmal den hier. Natürlich auf meiner Spielfeldseite, was bringt mir das, wenn ich einen Gegner derzeit eins gebe? Da bringt mir das ja derzeit gar nichts. Okay, komm, wir werden jetzt den zerstören, er wird wahrscheinlich noch eine davon rufen. Irgendein Gleiter. Was hat der hier für ein Deck? Ich komme mit dem Deck gar nicht klar, was er da hat. Aber naja, soll er glücklich werden. So, und jetzt muss ich aber auch nochmal ein riesen Dankeschön an euch ausrichten. Von mir, von ganzem Herzen. Finde ich richtig geil, dass ihr... Wartet mal, wir können das so... Wir können... Ne, komm, wir rufen jetzt den hier. Wir machen jetzt eine Synchro-Beschwörung. Ich habe jetzt meine 600 Abonnenten geknackt. Habe sogar schon ein paar mehr. Finde ich gut. Angriffsmodus reicht, weil ich mache jetzt so oder so eine Synchro-Beschwörung mit denen. Den könnten wir auch nehmen. Ne, bringt uns... Komm, wir nehmen den. So. Nein, den. Okay, meine 600 Abonnenten habe ich geknackt, und das liegt auch mit an eurer fleißigen Unterstützung, ihr Schwitzer, ihr. Finde ich richtig geil. Ich habe das letzte Mal ein paar Yu-Gi-Oh! Videos von irgendeinem amerikanischen Kollegen, sage ich mal, gesehen, wo ich sagen muss, der hatte
Also knapp über 5000 Abonnenten, hat auch Yu-Gi-Oh! Millennium Duels Let's Play und hat da gerade mal 60 bis 70 Aufrufe. Hat über 5000 Abonnenten. Finde ich sehr merkwürdig, ganz ehrlich. Und da muss ich dann auch erstmal nochmal ein fettes Dankeschön an euch sagen. Weil wenn ich das mal sehe, ich bin jetzt bei knapp über 600 Abonnenten und habe so innerhalb von, ich sag mal, ein, zwei Tagen habe ich auch meine 60, 70 Aufrufe mit jedem Yu-Gi-Oh! Video und da habe ich 600 Abonnenten und er hat mehr als 5000 Abonnenten. Das finde ich natürlich richtig krass und das gesehen jetzt nicht von ein paar Stunden, sondern vom selben Zeitrhythmus, also sagen wir nach ein, zwei Tagen hat er so viele Aufrufe wie ich in ein, zwei Tagen und das finde ich schon richtig krass. Und dann eure ganzen Kommentare, die ihr mir immer fleißig schreibt, finde ich nett. Freut mich auch jedes Mal, wenn ihr irgendwas drunter schreibt, geiles Video, mach weiter so und all solche Geschichten, da freue ich mich immer drüber. Ach komm, Leute, wir machen Schluss, würde ich sagen. So, auf meiner Spielfeldseite ganz gerne. Verteidigung, scheiß drauf. Und die Likes, die ihr mir immer gebt, freue ich mich immer drüber. Jeden Tag, wenn ich so jetzt von Arbeit gekommen bin oder so, hab gesehen, ach, da jetzt durch Google Plus zeigt uns das ja immer rechts oben an. Die Kanalbesitzer, wenn jetzt irgendwelche Aktivitäten, jetzt Kommentare, wenn ich Kommentare geschrieben habe und darauf geantwortet wurde, zeigt es uns halt immer alles oben an. Und könnten wir auch noch, ach komm, machen wir den gleich nochmal so. Zeige ich euch gleich mal das Schrottdeck. Das ist übrigens mein neuestes Deck, das habe ich mal so aus dem Ärmel gewürfelt, habe ich im Multiplayer mal gesehen, hat einer damit gespielt. Ist auch meine erste Variante, was ich bislang gemacht habe. Also habe ich noch nicht groß dran rumgemerkt, habe ich mir einfach mal so zusammengewürfelt und wie man sieht, es läuft eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe hier jetzt den Duke Devlin im Profi-Modus ohne Probleme besiegt. Runde 9. Ich denke mal, ich werde jetzt noch mal was im Voraus aufnehmen. Wenn heute wirklich Minecraft kommen sollte, ich habe jetzt es hieß, ich habe es gelesen, dass es heute rauskommen soll. Ja, dass ihr euch jetzt nicht wundert, das Video kommt heute Montag. Das Video habe ich gestern Abend aufgenommen, sozusagen. Marco Tsunami ist unser nächster Gegner, Nixenrüstung. Okay. Ja, ich habe aber jetzt auch eine Weile nichts mehr drüber gelesen, dass Minecraft jetzt wirklich heute rauskommt, also den Montag. Und da lasse ich mich mal überraschen, weil das letzte Mal gab es ja auch schon irgendwie die Probleme mit den neuen Magic 2015. Da gab es das auch den einen Tag für die Xbox 360 und am gleichen Tag sollte es aber auch noch für die One und PS4 kommen. Und ich habe bislang noch gar nicht geguckt, ob es das denn jetzt auch wirklich für die Xbox One und PS4 schon gibt, weil das sollte irgendwie verzögert dann rauskommen. Nun doch, keine Ahnung, ich lasse mich mal überraschen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Das sage ich, haut's rein und den liebes Morgen.